Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Pineview Drive. Wir sind angelangt bei... Na, wann kommt's? Lass mich nicht hängen hier. Tag 17. Und eigentlich habe ich immer noch keine Lust auf dieses Spiel. Und irgendwie habe ich einen Nahen daran gefressen, hier immer alles anzumachen, wenn ich anfange. Ich weiß auch nicht. Das ist immer so schön. Ich nehme jetzt immer nämlich 3 Folgen am Stück auf. Und nachdem die Folgen ja alle 2 Tage kommen, habe ich dann immer so ein bisschen, Nahen frei. Hä? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich eigentlich hin muss. Oh, nee, da nicht. Ja, nicht Nahenfreiheit, wie heißt das? Naja, ich kann das Spiel einfach wieder schön vergessen. Ja, eigentlich muss ich es nur einmal in der Woche spielen, damit ich eine Woche abdecken kann, so ungefähr. Dadurch ziehe ich es aber auch so krass in die Länge einfach. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich eigentlich bin und wo ich eigentlich hin muss, aber okay. Aber ich gehe schön langsam. Ich bin ganz brav. Ah, da war dieser Korridor, gell? Ich finde es ja sehr witzig, der André Bürger, also... Oh Gott. Verantwortliche für dieses furchtbare Spiel hier. Ah, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Das wollte ich sagen. Der hat ein Lego-Haus gebaut. Also der hat dieses Haus hier mit Lego nachgebaut. Das finde ich so süß. Ich glaube, mit seiner Tochter zusammen. Also richtig putzig eigentlich. Wenn die Tochter wüsste, was hier in dem Spiel abgeht, ich sag's euch. Wenn ich wüsste, dass mein Vater hier sowas produziert. Oder fabriziert hat. Und dann muss ich das spielen. Oh Gott. Und ich rede immer die größte Scheiße, wenn ich dieses Spiel spiele. Das ist auch so ein... jetzt wird's wieder so dumm. Was war das für ein Geräusch? Hier sind die ganze Zeit Geräusche, die werden eingespielt. Und zwar random. Lalalala. Und heute ist auch noch das Wetter so passend. Draußen, es regnet total. Es strömt. Ah, hier war ich schon, hier war ich überall schon. War hier noch eine abgesperrte Tür oder war das, bin ich jetzt ganz falsch? Bin ich jetzt irgendwie total doof? Oh! Ich habe den Schlüssel gesehen. Ja, ja, ihr dreht euch. Ich sehe es schon. Hallo? Oh, gut, dass ich nicht mehr wusste, wo ich eigentlich hin muss und jetzt hier hingelaufen bin. Sonst wäre ich wahrscheinlich ewig nicht mehr in dieses Zimmer hier gegangen. Kein Zettel? Okay. Das war der Jumpscare. Wieso fliegt denn der Scheiß hier in der Gegend rum? Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin falsch und muss woanders hin. Dann gehen wir mal hier noch den Flur ab, weil dann... Ich habe mich erschreckt, aber das Spiel hat es gar nicht gepeilt. Hihihihi. Ja, jetzt brauche ich eine abgesperrte Tür. Oh Gott, wo waren denn da noch abgesperrte? Also in dem neuen Korridor, wo ich gerade nicht mehr weiß, wie es da hingeht und deswegen hier hingegangen bin. Und... Aha. Hier nicht. Was ist denn? Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mich auch nie zu hastig umdrehen. Dann könnte ja auch was passieren. Wenn auch was passiert, wenn ich die Türen öffne und so.
könnte ich mir vorstellen, dass bei hastigem Drehen auch was ist. Ich habe gerade vergessen, wo ich jetzt lang muss. Muss ich jetzt hier durch? Ah, da knarzt schon wieder. Jetzt knarzt doch nicht immer so. Ja, es ist für mich auch genauso dunkel. Nein, es ist eigentlich... Kann man eigentlich gar nicht sagen. Also die normalen Standardeinstellungen sind halt dunkel. Aber es kommt ja auf den Monitor an. Und mein Monitor, den kann man kaum heller einstellen. Ich muss das also in der Software heller machen. Das könnt ihr auch tun, wenn euch das Spiel zu dunkel ist. Und ihr den Monitor aber schon ganz hell eingestellt habt. Ich habe auf einmal so Schiss vor Türen. Meine Güte. Shiva, echt. Dann könnt ihr das auch so machen, dass ihr... Ich rede gerade so furchtbar langsam, es tut mir so leid. In eure Grafikeinstellungen geht und einfach den Gamma-Wert erhöht. So. Dann könnt ihr das Spiel auch heller sehen. Auf dem Handy habe ich gar keine Ahnung. Da ist es, glaube ich, einfach dunkel. Jetzt gehe ich beim Clown vorbei. Ich bin echt voll lebensmüde jetzt. Warte, ich hole mir kurz ein bisschen Regeneration von dem lieben Globus. Globus, süß. Ich bin so albern. Oh, ich bin immer so albern, wenn ich Angst habe. Der ist nicht da! Der ist nicht da. Wieso ist der denn nicht da? Geile Sache. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Ganz toll. Danke. Ist die Vogelscheuche wenigstens noch da? Da, wo sie hingehört. Ah! Was ist das denn? Irgendwie so ein Putzraum. Batterien? Oh. Da knarzt es schon wieder. Ich geh mal rein. Es sind erst 8 Minuten. Ich kann eigentlich den Tag noch nicht beenden, ne? Aber naja. Oh! Interessant, okay. Kann man hier auch was aufmachen? Irgendwie reicht es mir auch schon wieder. Der Schlüssel aus dem Kinderzimmer scheint zu einer Türe im Erdgeschoss zu gehen. Ja, ich bin doch schon da, du Penner. Gott sei Dank gibt es keinen Punktabzug oder so. Also, hoffe ich mal. Nicht, dass ich dann noch mehr Angstpunkte bekomme oder mich noch mehr Sachen erschrecken oder keine Ahnung. Okay, ich werde gleich den Tag beenden. Eine Folge pro Tag sowas ausgemacht. Ich war halt jetzt sehr schnell, aber ich habe gerade viel zu viel Schiss. Der Clown rennt hier irgendwo rum, glaube ich. Ich mag nicht mehr. Wir sehen uns übermorgen. Ah, vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss. Diese Nacht hörte ich Linda schreien. Sie war sich sicher, dass sie die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen hat. Ich habe nachgesehen. Draußen war alles ruhig.